Ja, aktuell sind die Beschäftigten der Uniklinik Frankfurt im Streik für einen Tarifvertrag für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, die Bedingungen in den Krankenhäusern sind unerträglich, nicht nur für die Pflege, auch für andere Berufsgruppen wie die MTLAs, die Radiologie, Transportdienst und so weiter. Wir haben das Thema aufgegriffen als Gewerkschaft und haben gesagt, wir wollen endlich Entlastungen vereinbaren, verbindliche Personalregelungen in allen Bereichen, dass man auch bis ins Rentenalter auch wirklich den Job nachgehen kann und nicht, wie es so viele tun, den Beruf verlassen muss und ja, aus dem Krankenhaus flüchten muss. Also die Situation hat sich durch Corona zugespitzt, war aber schon seit Jahren, seit Einführung des DRG-Systems, aber auch schon vorher gab es da Tendenzen, massiv verschlechtert. Nach Corona hat sich überhaupt nichts verbessert, also das ist den Krankenhausbeschäftigten klar. Der Fokus ist wieder langsam weg von den Krankenhäusern, ohne dass sich irgendwas geändert hätte. Es gab Prämienzahlungen, aber die Arbeitsbedingungen sind eher noch schlimmer, weil weiter Leute das Krankenhaus verlassen haben. Der Krankenstand ist mittlerweile wieder sehr hoch und die Leute arbeiten am Limit und es ist ein verallgemeinerter Burnout. Nicht nur am Klinikum Frankfurt, natürlich überall. Das ist ein systemisches Problem. Vielleicht kann man noch mal zu dieser Corona-Prämienzahlung was sagen. Letztendlich ist das ja auch nur eine Art Zahlung von Schweigegeld gewesen, von einem kurzfristigen, um die Gemüter vielleicht wieder etwas zu entspannen. Wie gesagt, es gab schon vor Corona gab es einen massiven Pflegenotstand. Schade ist halt, dass nach Corona wieder so ein bisschen diese Aufmerksamkeit vorübergegangen ist, auch was die Öffentlichkeit betrifft, was das Krankenhaussystem betrifft, das aber ja letztendlich auch jeden betrifft, weil jeder irgendwann mal krank ist oder ins Krankenhaus muss oder kommt. Deswegen ist uns auch noch mal wichtig, dass wir diesen Entlastungstarif jetzt wollen für unser Krankenhaus, für die Uniklinik. Es gibt sie ja schon auch anderen Krankenhäusern, aber für uns ist es auch wichtig, dass wir da nachgezogen haben, um auch noch andere Klinik mit nachzuziehen, um einfach noch mehr darauf aufmerksam zu machen oder beziehungsweise um auch unsere Arbeitsbedingungen einfach verbessern zu können an der Klinik. Wir hatten im August und September insgesamt 4 Warnstreiktage, begleitet durch Verhandlungen mit dem Vorstand, haben mittlerweile auch an einigen Punkten auch ein gutes Ergebnis zwischenverhandeln können. Ist klar, es kommt Entlastung, vor allen Dingen für den pflegerischen Bereich. Wir müssen allerdings noch nachlegen. Das Problem war, dass Verhandlungsangebote wieder zurückgenommen wurden, vor allen Dingen im nichtpflegerischen Bereich. Also wir haben jetzt ja den letzten großen Warnstreik gehabt. Zeitgleich war ja auch an diesem Tag, an unserem letzten Warnstreiktag, der zweitägig war, hatten wir ja Verhandlungen gehabt. Sogar mit Arbeitsgruppen, mit dem Arbeitgeber zusammen, wo Beschäftigte aus der Klinik ihre Situation auch schildern und ihren Bedarf, den sie brauchen, ihre Forderungen. Dann gab es noch 2 Verhandlungen, die dann wieder gescheitert sind, weil auch viele Dinge wieder zurückgenommen wurden, die wir eigentlich schon verhandelt hatten. Deswegen haben wir jetzt für spezifische Bereiche eben den Warnstreik ausgerufen, also nicht die komplette Klinikstreik, sondern die Intensivstationen, die Radiologie, der Transportdienst und auch die Anästhesiepflege. Da herrscht halt, wie gesagt, aus den nicht refinanzierten Bereichen, das betrifft gerade Radiologie, Transportdienst, da herrscht halt schon noch große Uneinigkeit. Wir wollen uns aber auch nicht spalten lassen, deswegen wollen wir für alle diesen Tarifvertrag, weil eben nur ein Krankenhaus funktioniert, das ist ein Zahnrad und wir funktionieren nur alle miteinander. Also die Pflege kann auch nicht ohne das Labor oder das Röntgen oder den Transportdienst oder auch das DIC, das ist unsere Internetabteilung. Wenn es die nicht gibt, können wir nicht arbeiten. Und deswegen ist uns wichtig, dass alle von diesem Entlastungstarif profitieren, weil auch wirklich tatsächlich alle belastet sind im kompletten Krankenhaus. Wir haben aktuell den 2. von 3 Teilbereichsstreikstagen, nenne ich das mal. Wir sind mit der Beteiligung sehr zufrieden. Also waren aus den genannten Bereichen, also aufgerufen waren die Intensivpflege, Radiologie, Anästhesie und Transportdienst. Ja. War eine super Beteiligung, trotz hohen Krankenstands und auch trotzdem Leute auch wieder in den Notdienst müssten. Also es wären noch viel mehr Leute draußen, muss man immer sagen, ja, wenn es keinen Notdienst gäbe. Aber es ist klar, im Krankenhaus, die
die Notfälle müssen weiter versorgt werden und wir gefährden keine Patienten mit dem Streik. Und muss man halt immer mitbedenken, dass das eigentlich noch viel mehr draußen wären, aber wir nicht den Druck erzeugen können, den wir gerne würden. Genau, weil eben in einem Krankenhaus immer eine Notdienstvereinbarung gemacht werden muss, um überhaupt streiken zu können. Ja, also das geht nicht so wie in der Industrie einfach mal alles stilllegen. Das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz ist es halt umso wichtiger, dass es auch nach außen dringt und dass es mehr Öffentlichkeit einfach auch mehr in die Öffentlichkeit dringt, um einfach auch diese Situation, und das ist eine Notsituation, zu sehen, ja. Genau, und da denke ich, haben wir trotzdem ein gutes Zeichen gesetzt heute. Wir warten weiter auf ein abschlussfähiges Angebot und sind zuversichtlich, dass wir da dieses Jahr noch was tarifieren können, was deutlich Entlastung bringt. Wir kommen, ist besser für alle. Wir kommen, ist besser für alle.